Hallöchen, der Captain Knorke wieder hier mit einer neuen Folge von Knorke vs. Big Pharma. Genau, wir sind bei der letzten Mission, in der, ich nenne es mal Anfängerkampagne. Kann man es Kampagne nennen? Ja, ich denke mal, ne? Irgendwie schon, also Anfängermission, sagen wir es mal so. Und ja, unsere Aufgabe ist, stellen Sie gleichzeitig 5 Produkte bereit, die verschiedene Grad 2 Krankheiten behandeln. Gut, meine Taktik wird wohl die sein, dass ich eigentlich nur diese Produkte herstelle. Würde ich behaupten. Ist wohl der einfachste und schnellste Weg, um vielleicht auch Meister zu werden. Ihr seht ja, ich habe es einmal schon geschafft. Warum soll ich es kein zweites Mal schaffen? Mit euch. Springen wir rein. Wir nehmen Sascha. Gab es nicht eine Penny? Es gab eine Penny. Hier, die sieht doch doktormäßig aus. Ah, Frau Doktor. So, das sind wir auch schon. Wir gehen gleich wieder in die Pause rein. Einfach, weil wir feige Säcke sind. Wir stellen auch gleich 2 Forscher ein, die auch gleich diese Maschinen hier mit rannehmen. Einfach aus dem Grund, weil ich in den meisten Fällen brauche ich ja die Maschinen, um das nächste Produkt oder die nächste Stufe zu erreichen. Was haben wir denn? Wir haben 2 Stück. Wir haben einmal Diabetes und einmal Blutdruck senkend. Klingt beides ganz gut. Entfernen nicht möglich. Entfernen nicht möglich. Ja, das klingt weniger chillig. So, hier brauchen wir einen Ionisator. Hier brauchen wir auch einen Ionisator. Und das sind die 2 Sachen, die wir, oder die erforschen wir ja gerade, nicht wahr? Den Ionisator, genau. Ich würde sagen, um erstmal Kohle zu verdienen, sollten wir uns einfach mal um Diabetes kümmern. Denn wenn wir Diabetes, also wenn wir in den Bereich hier reinkommen, fällt diese Nebenwirkung gleich weg und das heißt, wir haben gute Chancen, dass sich das Produkt einigermaßen verkauft. Ach ja, ich muss ja hier drauf drücken. Knocke, knocke, knocke. So. So, wir müssen das Ganze runtersenken. Das machen wir am besten nicht so. So erst recht nicht. So machen wir das, genau. Ich glaube, um 2 Stufen mindestens, ne? Wir sind jetzt auf Stufe 7 und müssten auf 5 wenigstens runterkommen. Das heißt, eigentlich sollte das hier ja schon ausreichen. Ich muss das ein bisschen anders setzen. Ich glaube, ich setze das auch so hier. Und weil wir es haben, und ich denke, dass das vielleicht ein Schritt höhere Qualität ist, denn wir haben ja noch nicht mein Lieblingsgerät, den Analyzer. Ja, die Analyse-Dingsbums. Ich denke aber mal, dass das Produkt dadurch besser wird. Also qualitativ. So. Das wird also unser erstes Produkt. Die Frage ist, lassen wir es so? Wir lassen es erstmal so. Wir wollen ja erstmal ein bisschen Geld verdienen. Wir kaufen aber das Ding gleich dazu, weil wir wissen, wir brauchen das sowieso. So, gleich dürfen wir das Produkt benennen. Ja, natürlich, da hast du den Namen. Schätzelein. Und jetzt verdiene Geld. Führ mich zum Schotter. Komm schon. Zeig mal. Ist noch zäh. Und wir haben hier keine... Was hast du released? Ein Blutdrucksenker. Okay, das ist gut. Weil wir haben ja Diabetes hier. Und ist auch schon C+. Das hat sich schon mal ausgezahlt, dass wir hier diesen, das Maschinchen noch mit reingepackt haben. Das ist okay soweit. Gucken wir mal, forschungsmäßig sind wir gleich soweit. Das ist schon mal perfekt. Wir machen Minus. Das ist weniger gut. Aber ich hoffe, wir können das gleich ändern. So, gleich mal auf Pause gedrückt. Solange wir noch Geld haben. So, Forschung ist damit erledigt. Und wir können einmal bitte hierher, damit wir mein Lieblingsgerät hier freischalten können. So, und jetzt gucken wir uns die ganze Sache mal an. Wir haben jetzt einmal die Nebenwirkungen, hätten wir ja eigentlich schon entfernt. Wir müssen aber, es muss auf 10 bis 12, holy.
Das heißt, diese ganzen Maschinen sind eigentlich völlig sinnfrei. Ich nehme das hier mal weg. Wir verkaufen den Rest hier noch. Einfach, weil ich möchte jetzt einfach nicht mehr so verschwenderisch sein. So, damit sind alle Pillen verkauft. Und wir stellen mal diese Maschinen hier drüben ab. So. Die müssen dann erstmal weg. Die könnten eigentlich wahrscheinlich so stehen bleiben. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Wir möchten ja die nächste Stufe erreichen. Das heißt, wir müssen das Ganze auf 10 bringen. Da reicht doch eine Maschine. Und zwar der Agglomerator. Den stellen wir einfach mal hierher. So, der erhöht das Ganze um 3. Das heißt, 7 plus 3 sind 10. Und wir sind dann schon mal im richtigen Bereich und packen dann gleich den Ionisator dran. So, verbinden das Ganze gleich mal. Einmal bitte zum Rausführen. So, jetzt werden wir ganz kurz Minus machen, denke ich. Okay. Gut, das ist Stufe 2. Hyperthyreose. So, Verbesserung nicht möglich. Ah, das ist schon das Höchste. Okay. Aber wir müssen da auf jeden Fall mindestens auf 11 wiederkommen. Da sind wir allerdings hier in diesem Bereich. Das finde ich natürlich weniger schön. Ja, haben wir aber keine andere Wahl. Und scheiß drauf, wir verkaufen die Maschinen. Wir wollen ein bisschen platzsparend sein. So, das heißt, wir müssen jetzt nach oben wieder zurück. Das heißt, wir klatschen wieder den Agglomerator dran. Das könnte teuer werden für uns. Den klatschen wir mal hierher. Halt, das Fließband muss weg. Dafür kommt das hierher. So, danach müssten wir ja auf 10 sein. Ist theoretisch ausreichend. A competitor has released a new product. Das ist nicht ausreichend. Wir müssen ja auf 11 kommen. Denk doch mal nach, Knurke. Und wir werden das Ganze. Machen wir das mit einem Verdampfer oder einem Agglomerator? Da haben wir ja gleich eine bessere Steigerung. Wir sparen erstmal. Setzen den hier dran, kommen wir runter und kommen auch hier runter. Das müsste es dann sein. So, unser momentanes Produkt nehmen wir vom Markt. Und jetzt hoffen wir mal, dass uns das hier ein bisschen Gewinn einbringt. Product name required. Ja, bitteschön, da hast du den Namen. So, jetzt gucken wir mal. Macht das Plus. Das macht sogar richtig gut Plus. Ist definitiv nicht optimal. Ich hoffe, meine Forscher sind bald die 59%. Na, das kann ja noch ein bisschen dauern. Meine Forscher oder meine Wissenschaftler. Halt, hier weiter in Beobachtung. Wir müssen ja schauen, dass das hier auch soweit klappt. Aber, Moment, Pause! Weil in der Zeit, wo wir das machen, wir haben ja jetzt dieses gelbe Zeug, können wir ja auch dieses grüne Zeug nehmen. Das braucht ja auch nicht viel, ne? Das heißt, wir importieren das Ganze hier mal. Gucken uns das an. Wir müssen eigentlich, um das zu verbessern, 0 bis 6. Das heißt, ein Stück nach unten. Um 2 Punkte. Hätte ich die Maschinen eigentlich behalten können hier, ne? Die Lösungsmittel. Wie machen wir's? Wie machen wir's? Wie machen wir's? Komm, Knorke, sag was. Wie machen wir's? Wir gehen da rein. Und ich glaube, das ist Kacke, was ich hier gemacht habe. Warte mal. Wir gehen vielleicht besser so rein. Dann kommt er da raus. Dann können wir den hier dran setzen. Ein Platzsparend ist echt anders, Knorke, oder? Aber okay, wir wollen es ja nur testen. So, und was muss man danach dranhängen, wenn wir dann die Stufe 6 erhalten haben? Ein Ionisator.
Den haben wir doch. Den könnte man dann... Ne, so nicht, aber so könnte man den dran setzen. Dann könnten wir außen drum rum basteln. Wäre eine Option. Das heißt, wir führen den hier ein, führen da durch, gehen hier rum und legen das mal hierher. So. Kann sein, dass wir jetzt ein Minus machen. Aber alles für die Forschung. So. Gut, das ist schon die zweite Stufe. Da müssen wir jetzt auf 9 bis 14. Wollt ihr mich veralbern? Ist das euer Ernst? Das ist hart. Das heißt, im Prinzip müssen wir jetzt zwei Agglomeratoren noch reinpacken. Das heißt, hier einen. Und hier einen. Der geht hier rein, der geht hier durch. So. Das heißt, wir könnten da genau auf 9 kommen. Werden hierbei aber raus, ne? Also Nebenwirkungen wird es dann keine geben. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so und gucken uns das Ganze mal an. Was, Frosch im Hals? Was macht er denn im Hals, du Tierquäler? Ja. Wird gut für die Stimme sein. So, jetzt haben wir natürlich erstmal nur Kosten. Research complete. Wir sind im... Product name required. Warte mal. 6 hätte gereicht, ne, sehe ich gerade. Warum gucke ich da nicht richtig drauf? 9 ist doch nur, wenn ich das Ding nochmal erhöhen möchte. Das möchte ich aber nicht. Oh. Egal, ich glaube, das... Ja, ich glaube, das erhöht auch die Qualität gleichzeitig. Die Forschung ist erledigt. Das heißt, wir können hier bald unseren Analysator rausholen. Wie sieht denn das hier aus? Wenn ich den Schäumer haben möchte, da brauche ich wieder 2 Leute. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wir müssen erstmal auf Plus kommen. Wir gucken mal. So, mal kurz wieder auf Pause drücken. Im Moment verdienen wir damit eigentlich ganz gut. Wir gucken mal unsere Unternehmenswerte an. Das Ding hat ein C+. Ja, wenn wir später den Schäumer haben, wird das wahrscheinlich besser. Ach du Schande, ey. 50% werden... Nee, doch. 50% werden von der Nebenwirkung getroffen. Das ist natürlich eine ganz üble Sache. Das ist eigentlich recht kacka. Das Gute ist, hier haben wir keine Nebenwirkungen. Hier könnten wir die Nebenwirkungen wegmachen, indem wir die Konzentration erhöhen, aber dann wird wahrscheinlich das Mittel selbst nicht so wirksam sein. Ah, das gefällt mir noch so gar nicht. Wir gucken erstmal, Gewinnspanne ist eigentlich recht gut. Wir sollten anfangen, weitere Wirkstoffe zu erforschen, genau. Geh mal hier raus, mein Freund. Und wir gucken uns mal kurz die Ziele an. Was zeigt er mir denn an? 5 Produkte, 2 haben wir ja schon. 11 Produkte für Meister. Ich habe das tatsächlich gemacht mit Meister. Oh Gott, ich kann mich, glaube ich, vage erinnern. Das war ein Krampf. Wenn es das war, was ich denke. 11 wären noch, wären das nicht fast alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das wären wirklich alle. Uiu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 
So, was haben wir gesagt? Ich möchte jetzt hier das mit dem Schäumer will ich dann haben. Unser Forscher macht. Wo ist denn der? Den haben wir gerade erst eingesetzt. 23%. Gut. Das mal wegmachen. So, die ersten 15 Minuten sind vorbei. Diese Aufnahme. Das heißt, ich danke, dass ihr wieder zugesehen habt. Gute Deutsch, Herr Captain Knorke. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich kontrolliere jetzt die Aufnahme und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschö!